Willkommen zurück zu Kräuterblütenliebe. Vor uns seht ihr unseren wunderschönen Lavendel, auch römischer Thymian oder Zöpfli genannt. Und er ist eine wahrlich starke Heil- und Zauberpflanze. Im Volksglauben setzte man ihn gegen Hexen, böse Geister und den bösen Blick ein. Man streute die Blüten auf den Boden, um missgünstige Blicke abzuwehren. Sogar gegen die Pest soll er eingesetzt worden sein, da sein Geruch für Klarheit und Reinigung steht. Mütter legen bis heute frische Lavendelblüten in die Betten ihrer Kinder, um sie vor Unglück zu schützen. Unser echter Lavendel ist auch als Liebespflanze bekannt, als Symbol für ein geheimes Einverständnis von zwei Liebenden. Der spezielle Duft übrigens der Blüten gilt bis heute hilfreich bei Liebeskummer. Selbst Hildegard von Bingen wusste um die Wirkung und empfahl einen Lavendelwein gegen Lungenbeschwerden und eine äußerliche Anwendung gegen Ungeziefer und Läuse. Unser Lavendel war 2020 die Arzneipflanze des Jahres. Er ist ein Heilmittel gegen innere Unruhe, Stress und Angstzustände. Wenn wir Angst haben, vermehrt sich das Hormon Cortisol in unserem Körper. Nur 5 Minuten Schnuppern am Lavendelduft lässt diesen Cortisolspiegel wieder sinken und uns geht es besser. Unser Lavendel hilft bei Erschöpfungen, bei Einschlafstörungen und bei Atemwegserkrankungen. Ihr könnt ihn als Badezusatz nehmen, als starken Sud äußerlich gegen Unreinheiten, in Form von Öl bei Spannungskopfschmerzen und Muskelverspannungen. Ihr könnt kleine Baumwollsäckchen aus den getrockneten Blüten basteln, um einen erholsamen, verdienten Schlaf zu haben. In der Küche als Gewürzsalz oder als Essig oder Gelee oder natürlich einen Tee. Für einen Tee übergießt ihr einen Teelöffel Blüten mit ca. 300 ml heißem Wasser, lasst ihn ca. 10 Minuten ziehen, seiht ihn ab und genießt ihn in langsamen Schlucken. Ihr seht, wahrlich zauberhaft, unser Lavendel. Bye-bye.